Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, das letzte Video hatte wieder über 300 Likes und das ist wirklich krass. Also ich stelle mir da immer so 300 Leute auf dem Haufen vor. Und ja, über 1000 Leute, die das Video gesehen haben. Also danke auf jeden Fall dafür. Ich würde mich aber trotzdem irgendwie viel mehr freuen, wenn ich statt 300 Likes auf irgendwelche YouTube-Videos einfach mal irgendwelche Freunde hätte. Ja Leute, bevor es weitergeht, ich muss euch noch eine kleine Story erzählen. Und zwar, meine Brieftasche ist ungefähr seit mehreren Wochen kaputt. Was heißt kaputt? Die hat so ein paar kleine, ich weiß nicht, so Ritzen. Und da fallen einfach manchmal so die Zentstücke raus. Ist ja an sich kein Problem. Auf jeden Fall habe ich die Brieftasche jetzt seit mehreren Jahren, glaube ich. Und ich werde mir einfach keine neue holen. Der Grund ist folgender, weil da Hugo Boss draufsteht. Jungs, ich hab's vielleicht ab und zu erwähnt, aber ich bin wirklich das faulste Stück Scheiße, das es gibt. Ich weiß nicht, ob man da im Hintergrund die zwei Stühle sieht. Auf jeden Fall liegen da meine ganzen Klamotten drauf. Wirklich alle. Und das liegt einfach daran, dass ich mit meinem Bruder mal das Zimmer gewechselt habe. Also in dem Zimmer, wo ich jetzt gerade bin, war sozusagen mein Bruder davor. Und ich habe wirklich alles mitgenommen, nur diesen Kleiderschrank nicht. Und es ist jetzt ungefähr so ein halbes Jahr her. Ich sag mir immer so, ja, irgendwann hole ich den noch. Aber ich habe es einfach nie gemacht. Und ich glaube, ich werde es auch nie machen. Trotzdem liebe ich meinen leeren Kleiderschrank und würde ihn nie vernachlässigen. Schatz, kommst du? Wir haben ja vor ein paar Tagen Zeugnisse bekommen und ihr kennt es ja bestimmt mit den Fehlstunden. Also es gibt ja immer so entschuldigte Fehlstunden und unentschuldigte. Auf jeden Fall, ich habe glaube ich um die 12 Fehlstunden und davon sind glaube ich so 12 unentschuldigt. Mein Lehrer auf jeden Fall größter Ehrenmann. Wir sind mal streiken gegangen und er so, ja, kein Problem Jungs, geht ruhig. Ich trage das als entschuldigt ein. Ja Bruder, vielen Dank, wirklich, danke sehr. Wenn wir schon beim Thema Lehrer sind, wir haben so einen Lehrer an unserer Schule, der ist einfach zu heftig. Der hasst es über alles, wirklich, der hasst es. Wenn Leute Caps oder Mützen tragen, wenn man in seiner Anwesenheit eine Mütze oder eine Cap aufhat, dann wirklich, rest in peace, Alter. Auf jeden Fall, so ein Typ wollte ihn dann, denke ich mal, ein bisschen abfacken und er hat einfach das ganze Schulgesetz ausgedruckt und nochmal auf seinem Handy runtergeladen. Und als der Lehrer ihn dann mit einer Mütze gesehen hat und so ein bisschen Stress gemacht hat, dies, das, hat er einfach das Schulgesetz rausgeholt und gesagt, ja, sagen Sie mir mal, wo steht hier bitte, dass man keine Caps tragen darf? Einfach, er hat das ganze Schulgesetz ausgedruckt. Ihr denkt jetzt bestimmt, das ist verrückt. Aber glaubt mir, Jungs, es gibt noch verrücktere Leute. Ach ja, bevor es jetzt mit dem Video weitergeht, die aktiven Füchse unter euch, ich bin einfach behindert, die aktiven Füchse unter euch kennen ja bestimmt das Video von mir mit meinen reichen Verwandten da. Ihr wisst schon, das mit dem KFC 200 Euro und so. Auf jeden Fall, diese Leute, größte Ehrenmänner, die haben mir einfach dieses Parfüm hier geschenkt. Und Jungs, der Scheiß ist einfach über 100 Euro wert. Ich weiß so, es geht um die Geste, Meste, Leste so. Aber Jungs, das Teil riecht echt bombastisch. Auf jeden Fall sollte man damit nicht verschwenderisch umgehen und sich erst recht nicht krass fühlen, wenn man so ein teures Parfüm benutzt. Ich habe euch ja letztens erzählt, dass ich hier so nach dem Rasieren ein paar Pickel bekomme und die fucken mich wirklich so krass ab. Und so ein Kumpel von mir, Grüße gehen raus an dich, der hat mir so Schlamm mitgebracht vom Toten Meer. Ich dachte mir auch so, Digga, was das für ein Scheiß. Man nimmt da einfach nur ein bisschen Schlamm und macht es so aufs Gesicht drauf und dann sollten auch schon nach einer Zeit die Pickel verschwinden. Bruder, ohne Spaß, ne, du bist einfach der größte Ehrenmann. Danke nochmal für diesen Schlamm, den du mir mitgebracht hast vom Toten Meer. Das Zeug wirkt wirklich perfekt und das ist auch übelst angenehm auf der Haut. Also danke dir nochmal, Bruder. Ja, Bruder, ist doch gar kein Problem. Aber was für totes Meer? Der Schlamm lag draußen vor meiner Einfahrt. Ja gut, es hat aber geholfen. Also Jungs, gönnt euch diesen Schlamm auf jeden Fall und der wird euch auch richtig helfen. Übrigens, ich habe gerade auf die Uhr geguckt und mir ist aufgefallen, dass es höchste Zeit dafür ist, jetzt Werbung für meinen Snapchat-Account zu machen. Also edit mich dort auf jeden Fall. Und mit etwas Glück kriegt ihr auch ein paar Bilder von mir und meinem Stuhl. Ja Leute, in meinen Videos werden ja diese Zwischenszenen richtig krass gefeiert. Und ich habe mir extra für euch eine neue Videokamera geholt. Ja Leute, ich brauchte nicht mal eine Anleitung und konnte das Teil schon perfekt bedienen. Oh, warte mal, wofür ist dieser Knopf hier? Ach so, Aufnahme. Nee, aber jetzt mal ohne Spaß. Ich kann echt mit Sachen gut umgehen, ohne die Anleitung zu lesen. Aufnahme. Aber Jungs, kein Scheiß jetzt. Wenn ihr Anleitung lesen könnt, dann liked auf jeden Fall dieses Video. Ich mein's ernst, Leute. Tut es einfach. Okay, ich muss euch noch eine Story erzählen. Und zwar die, die mir auf Facebook folgen, kennen ja wahrscheinlich so die ganzen Jungs, mit denen ich immer so draußen bin. Und es war so in den Ferien, wir waren so ein bisschen draußen. Und ihr wisst ja, wie es so bei Kanaken ist. Wir wussten gar nicht, was wir machen, aber wir haben uns schon mal getroffen und so gesagt, ja, wir planen einfach alles, wenn alle da sind. Wir waren dann so, glaube ich, was essen. Und danach sind wir zu Rewe gegangen und jeder hat sich irgendwie was zu trinken geholt. Auf jeden Fall saßen wir dann so auf der Bank und haben ganz gediegen alles getrunken. Ich war am Ende trotzdem noch durstig. Auf jeden Fall neben uns war so ein DM... Ein Kollege von mir, der dort war, Grüße gehen nochmal raus an dich, ist mit mir zusammen zu DM gegangen und wir haben eine Flasche, die wir da hatten, wirklich komplett aufgefüllt. Auf jeden Fall haben wir dann noch was getrunken bei DM. Für die, die es nicht wissen oder falls ich es nicht erwähnt habe, da gibt es halt diese kostenlosen Wasserspender. Auf jeden Fall, wir sind dann einfach nochmal zu Rewe gegangen und wollten uns wieder was zu trinken holen. So, und dann waren wir bei dieser Getränkeabteilung da und auf einmal kam einfach so ein Typ richtig angepisst zu uns und hat so einfach so gesagt, ja, ihr könnt ja auch die Sachen zurückstellen, die ihr so genommen habt. Wir haben einfach so nichts gemacht, wir standen einfach so da. Er kommt so, ja, ist ja
richtig schwer, die Sachen hier zurückzustellen, oder? Legt da so die eine Flasche hin, da die andere. Und wisst ihr, er war einfach so richtig mad. Er war einfach so hart angepisst. Ich sag denen so, ja, wir haben hier nichts gemacht. So, was wollen sie von mir, so ein auf den? Dann er sagt so, ja, ihr habt das hier gerade alles umgestellt. Ich hab's aufgenommen, ich kann's euch zeigen. Und er, Jungs, der war auf 180 irgendwie, hatte ich das Gefühl. Wir haben so nichts gemacht, wir standen da einfach nur rum. Und dann ist er einfach abgehauen und ich habe ihn irgendwie gar nicht mehr gesehen. Und was ich sowieso nicht verstanden habe, war, der Typ sah einfach 1:1 aus wie Randy Orton. Einige von euch kennen ihn wahrscheinlich, das ist so ein Wrestler. Und auch wenn wir die Sachen hin und her gestellt hätten, was wir ja nicht gemacht haben, was juckt ihn das eigentlich? Stellt euch einfach mal folgendes Szenario vor. Schatz, ich bewundere deine Kochkünste immer und immer wieder. Vielen Dank nochmal, das Essen war wirklich richtig lecker. Ach, ist doch kein Problem. Du weißt doch, ich mache sowas immer wieder gerne. Aber leg die Flasche zurück. Schatz, ist alles in Ordnung? Leg sie zurück, habe ich gesagt. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit dem Video. Lasst ein Like da und denkt immer dran, es ist wie Spiegeln. Man sieht sich.